So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Diamant, die Nuzlocke. Hab wieder nicht ins Bild geklickt. Ja, wir waren gerade im Training und tut mir leid, dass ich das Bild immer noch nicht gemacht habe. Ja, ich weiß, ich muss mal, aber ich habe keine Zeit. Selbst die Aufnahme ist ein bisschen knapp, ich kann auch nicht versprechen, dass dieses Video pünktlich kommt, aber wahrscheinlich kommt es ein bisschen später. Ihr werdet es ja gesehen haben. Ah, alles Stress zurzeit. So, die Zwillinge haben wir beim letzten Mal verkloppt. Aber hier oben gibt es noch was. Ah, ein paar Beeren für uns. Ja, die anderen Beeren sind wahrscheinlich schon weg. Kriegen wir nichts mehr von. Ist immer schade, wenn Beeren verloren gehen, finde ich. Ach, aber die einen Beeren, die dürften noch nicht verloren sein. Die könnten wir gerade nochmal holen. Ich hoffe, die sind noch nicht verloren. Oder nee, doch, die müssten auch schon... Ich weiß nicht. Kommen wir da überhaupt hin? Wohin führen eigentlich diese einzelnen Wege hier? Ich meine, von hier kamen wir ja, glaube ich. Aber hier haben wir auch viele Trainer noch nicht besiegt. Stimmt, hier könnten wir eigentlich auch mal ein bisschen kämpfen. Ich muss erstmal mit den Knöpfen klarkommen, mal wieder. Wen habe ich denn... Ja, das ist eigentlich ganz gut. Du und ich. Lass uns ein Bild von einem Kampf malen, ein Schlachtgemälde. Okay, wie du möchtest. Ein Knilz. Welch tolles Pokémon. Waren die nicht mal strahlender? Ich finde, dieses Knilz sieht sehr matt aus. Aber es ist Level 17. Das ist schon irgendwie Erfahrungspunkte wert. Das ist gut. Und ich meine, gerade von Chris. Dann kommt endlich Level Up. Ich freue mich so drauf, wenn das Alpollo wird. Volltreffer wahrscheinlich noch sehr effektiv. Nee, nicht mal sehr effektiv. Hätte ich jetzt gedacht. Da das One-Hit ist. Ja, Sandsturm tobt. Ist okay. Leute, ich muss nur aufräumen. Es sieht bei mir gerade aus wie nach einer Schlacht. Und ungefähr so ist es auch. Nee, ist es eigentlich nicht gewesen, aber sieht trotzdem furchtbar aus. Ich muss dringend hier mal für Ordnung sorgen. Damit das mal anständig wird. Räum mich schon drauf, wenn das hier mal wieder schön ist. Wird eine schöne. Also, ich meine. Ich habe viele Flaschen rumfliegen, die schmeiße ich mal in irgendeine Kiste. Aber jetzt nicht Kisten. Prachtvoll, ich glühe vor lauter Inspiration. Ja, schön. Wir haben hier Beeren vergessen? Warum haben wir Beeren vergessen? Ich meine, ich pack doch Beeren normal immer ein. Können wir gleich mal pflanzen. Diesmal nehmen wir sie ja sogar mit. Weil wir bleiben ja noch mindestens bis die Arena fertig ist, hier in der Nähe. Das heißt, alle Beeren, von denen wir nur eine haben, die können wir jetzt schon mal... Ja, möchte ich gießen. Ich wollte aber eigentlich hier schon anderes Zeug pflanzen. Ja, Lebboden weich, bliblablub. Yonago-Beere rein. Yonago ist sogar eine, finde ich, der wichtigsten Beeren überhaupt im Pokémon-Spiel, weil sie AP wieder auffüllen kann. Und AP-Items sind nun mal an sich extrem selten. Und deswegen finde ich, ist die Yonago-Beere wirklich, ich glaube, meine Lieblingsbeere. Wenn man eine Lieblingsbeere haben kann, dann ist das bei mir tatsächlich Yonago. Klingt wahrscheinlich sau doof, aber ist mir egal. Hier noch ein bisschen, komm, drauf. Schön alles bessern. Macht es eigentlich einen Unterschied, ob man das kurz oder lang macht? Was ist das? Villa des Bärenmeisters. Okay, gucken wir mal. Alle nennen mich den Bärenmeister. Ich verschenke täglich Bären, weil ich möchte, dass die Menschen sich zu schätzen wissen. Du hast ja auch eine Beere verdient. Himhi-Beere erhalten. Ja, die habe ich gerade gepflanzt. Danke sehr. Möchtest du ein wenig Mulch? Wenn du pflanzen... Bären pflanzen möchtest, ist Mulch ein großartiger Dünger. Wachsmulch?
Dieser Wachsmulch, er besteht aus hochwertiger Erde und den Hinterlassenschaften von Pokémon. Er sorgt für gesundes Bärenwachstum. Vergisst du auch so leicht, wo du deine Bären vergraben hast? Ja. Ja, das dachte ich mir. Das Problem kenne ich auch. Fühle mich zu dir verbunden. Dieses Zubehör für den Pokédex ist für dich. Wolf erhält das Zubehör Bärensucher. Der Bärensucher zeigt dir, wo du reife Bären findest. Ah. Gucken wir doch gleich mal. Aha. Da hinten sind Bären. Da komme ich nie wieder hin. Aber dort sind Bären. Jetzt wisst ihr, um welche Seite ich aufnehme und wann der Part eigentlich hoch sein muss. Also, das wird lustig. Also, da kann ich auch kein Bild mehr malen. Sorry, Leute, aber das wird nicht funktionieren. Du möchtest kämpfen? Ich wollte zu einem Wettbewerb, aber das hier dauert ja nicht lange. Stimmt, dich werde ich ganz schnell abfrühstücken und dann kann es auch schon weitergehen. Ah, Fukano, ich wollte schon sagen, vor allem beim Fukano, wir haben ja eh Wasserattacken drauf. Aber klar, randomized, Fukano, am Ende ist es Pflanze. Oder ein Drache. Aber egal, ich möchte einfach nur, dass Chris hier Level Up kommt. Stafette. Austausch, okay. Mobile. Alles keine Erfahrungsträger, aber egal. Wahrscheinlich sogar One-Hit mit der Hydro-Pumpe, außer es ist nicht sehr effektiv. Okay, es ist One-Hit, auch wenn es nicht sehr effektiv ist. So geht das natürlich auch. Na Chris, du bist schon klasse. Freue mich wirklich drauf, wenn das nochmal ein Level-Up kommt. Wäre es noch viel, viel mächtiger. Brauchen wir auch beim Arena-Leiter. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil höchst Level 30, da müssen wir noch eine ganze Ecke stärker werden. Aber dafür gibt es hier die Trainer. Spiegelsalve war Stahl, ne? Interessiert uns jetzt nicht sonderlich. Ja, ich kann mir von vielen Attacken einfach nicht den Typ merken. Es ist inzwischen einfach viel zu viel geworden. Noch ein Koppel Erfahrung, yay! Oh, du hast uns besiegt. Ja, zu Recht. Jetzt möchte ich aber gerade mal gucken, wie es eigentlich bei Knochenkopf aussieht. Die müsste sich doch auch... Ja, 1000 noch. Also 1300. Dann entwickelt auch sie sich weiter. Und ich möchte jetzt doch nochmal... Ich weiß, es ist immer doof, wenn ich hier ins Pokémon Center renne. Nur weil die AP leer sind. Aber genau der Grund, warum ich die Yonago-Bäre mag. Und es dauert ja nicht so lange. Und vielleicht mache ich auch mal irgendwie einen längeren Trainingspart, wenn ich mal die Zeit dafür habe. Mit der Zeit ist es ja nicht so. Mal gucken, eventuell Donnerstag könnte ich es schaffen. Eventuell, ich kann nichts versprechen. Ich komme gerne wieder. Naja. Fahrrad, danke. Wollte eben irgendwie nicht. Was ist eigentlich da unten? Ich habe doch eine Karte. Sorry Leute, wenn das jetzt ein bisschen Spielzeitstreckung ist hier, aber ich möchte das echt wissen. Was ist da unten? Kampf-Items. Was ist denn eine gelbe... Ah, eine gelbe gläserne Flöte, die ich verwenden halt. Das ist super. Ja, Tagebuch. Nee. Karte. Ja, Karte ist gut. Route 212. Da waren wir bis jetzt auch nicht. Und das klang gerade sehr merkwürdig, weil ich mir die Nase gekratzt habe. So. Na, Kumpel. Sag kein Wort. Nimm es einfach. Spiritkern erhalten. Geh zur Route 209. Geh in den Untergrund. Lausche an der Steinsäule und rede mit dem Untergrundbewohnern. Das ist hier drüben. Und sollte ich hier einen Spiritkern erhalten? Ich weiß gar nicht, habe ich das jemals gemacht? Im regulären Spielverlauf
glaube nämlich nicht. Ich, sorry Leute, aber das interessiert mich jetzt. Nee, das war falsch. Wo ist mein Forschersack? Du Forschersack, du. Ja, es gibt hier keine DS-Übertragung. Na komm schon. Ich möchte jetzt in den Untergrund. Gut, wir sind im Untergrund. Und wo genau ist jetzt hier eine Steinsäule? Oder ein Untergrundbewohner? Okay, mir werden jetzt hier verschiedene Fossilien angezeigt, aber... Naja, das sind echt nur diese Fundstellen, oder? Hätte ich vielleicht oben die Steinsäule finden müssen und dann hier unten? Ich meine, jetzt kann ich ja mal danach graben, aber... Wenn ich schon mal da bin. Aber zum Glück habe ich ja Zuschauer, die hier über alles besser Bescheid wissen als ich. So, alle Gegenstände gefunden. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass die da oben in diesem großen... Hier... Oh, du. Hast du eine Sphäre oder zwei parat? Dann lass uns doch handeln. Ja, ich nehme ein bisschen Deko. Ich will die Bibi-Puppe. Hier kriegst du die. Das ist nicht die richtige Art von Sphäre. Achso, ich muss hier gucken. Eine Weißsphäre 7 und... Nee, kriegst du nicht. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal wieder nach oben. Schätze, habe ich keine. Sphären. Was soll ich damit? Wolf. Schön. Nach oben. Aber das interessiert mich jetzt. Wo genau muss ich da hin? Jetzt habe ich Skype angelassen. Ah, und das ist ein alter Turm. Moment, nochmal. Das war bestimmt mal ein Turm. Jetzt ist es ein Haufen alter Steine. An dieser Stelle würde der Spiritkern ganz hervorragend fassen. Willst du den Spiritkern einsetzen? Ja. Wolf setzt den Spiritkern in den Turm ein. Der Steinturm wurde wiederhergestellt. Auf dem Turm kann man die Inschrift Geweihter Turm lesen. Okay. Ich speichere jetzt einfach mal, nicht dass wir da... Wozu speichere ich eigentlich? Das ist Gewohnheit. Wenn ich privat spielen würde, würde ich jetzt speichern, falls ich einem legendären Pokémon begegne, dass ich es fangen kann. Und da wir jetzt aber keinem legendären Pokémon begegnen können, ist... Oder wir können schon, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Und ich meine, selbst wenn, es ist eine Nuzlocke. Nützt halt nichts und hier wird eh gespeichert. Also von daher eigentlich völlig wurscht. Aber gut. Sieht ja mal, wie einen die Gewohnheit dann bei sowas wieder packt. Okay, hier bin ich jetzt. Aber warum sollte ich jetzt mit hier irgendwelchen Untergrundbewohnern reden? Das verstehe ich nicht so ganz. Ich werde mich da einfach mal informieren, oder ihr schreibt es mir in die Kommentare, dass ich da weiß, was hier eigentlich abgeht. Er meint hier in den Untergrund. Jetzt bin ich im Untergrund. Ich bin gerade so ein bisschen ratlos, was ich jetzt genau hier soll. Vielleicht sollte ich auch einfach nochmal mit dem Typen reden. Oder mit dem hier. Doch, Gott. Indigo Sphäre 21. Habe ich da eine? Das ist nicht die richtige Art von Sphäre.
Breites Sofa, ja, ich... Da, ich verklick mich immer. Ja, hier kriegst du Popo ab. Die habe ich zumindest. Gut, kriegst du Popo 18. Nehme ich noch eine Charmian-Puppe. Ja, ich weiß, ich verklick mich. Nee, die habe ich nicht. Gut, man sieht sich. Ja gut, der wollte... Der ist scheinbar nicht der, mit dem ich reden sollte. Gut, Leute, ihr schreibt mir in die Kommentare, was es damit auf sich hat. Lasst mir in den Kommentaren einen Daumen nach oben, da würde ich mich nämlich tierisch drüber freuen. Und ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es hier weitergeht. Bis dann, euer Wolf.